Hey Leute, ja, ich habe die Tage ja schon mal ein Video gemacht, wo ich kurz den Verfassungsschutz angesprochen habe. Und ich wollte dich ja jetzt nochmal genauer zeigen und erklären, was diese Aya Valeskas da zu sagen hatte. Ich fand das ganz interessant, wobei ich jetzt doch ja, verschwörungstheoretisch fast der Meinung bin, die Stasi, der Verfassungsschutz, der ja insgeheim schon immer Regierungsschutz genannt wurde, entwickelt sich jetzt langsam zur Stasi 2.0. Der Verfassungsschutz hat seit 2021 einen neuen Phänomenbereich: verfassungsschutzrelevante Delegitimierung des Staates. Unter dieser Kategorie werden sogenannte Staatsdelegitimierer gefasst. Das sind Menschen, die aus Sicht des Verfassungsschutzes unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung verächtlich machen oder in Frage stellen. Es geht dabei um Personen, die ohne dem Bereich Links- oder Rechtsextremismus anzugehören, eindeutig verfassungsfeindliche Bestrebungen verfolgen. Sie wollen den Staat überwinden, sie wollen Widerstand gegen diesen Staat leisten, sie wollen ein anderes System schaffen. Und damit sind die roten Linien unserer Verfassung überschritten. Der neue Phänomenbereich ist innerhalb der Behörde entstanden. Das heißt, er hat niemals als ordentliches Gesetz den Bundestag passiert. Vom Gesetzgeber her hat der Verfassungsschutz die Aufgabe, verfassungsfeindliche Bestrebungen zu beobachten. Verfassungsfeindliche Bestrebungen sind Versuche, die freiheitlich-demokratische Grundordnung beiseite zu schaffen. Der Delegitimierungsbegriff, den sich der Verfassungsschutz mehr oder weniger selbst ausgedacht hat, setzt jedoch schon viel früher an. Nämlich bei Meinungen, von denen der Verfassungsschutz glaubt, dass sie einmal zu solchen Bestrebungen führen könnten. Und das sind jetzt nicht viele in Summe, nur sehr, sehr wenige aus diesem ganzen Umfeld. Wer's glaubt. Laut dem Verfassungsschutzbericht 2023 werden unter dieser neuen Kategorie 1600 Menschen in Deutschland beobachtet. Niemand weiß so richtig, wie viele es wirklich sind, denn neben den Zielpersonen wird auch gleich immer das ganze Umfeld mitbeobachtet. Möglich gemacht wurde diese neue Form der Massenüberwachung nicht nur durch die Einführung des Phänomenbereichs selbst, sondern auch durch ein neues Verfassungsschutzgesetz, das im Jahr 2021 still und heimlich den Bundestag passiert hat. Dieses Gesetz macht eine Beobachtung von Einzelpersonen möglich, während es vorher nur möglich war, ganze Gruppen zu beobachten. Vor kurzem hat sich ein Verfassungsschutz-Whistleblower bei der Schwäbischen Zeitung gemeldet. Dieser mutige Mann, der in der Behörde für die Führung von V-Leuten verantwortlich war, also sich relativ gut auskennt, hat gegenüber der Zeitung einige sehr interessante Dinge gesagt. Was gestern legale Kritik war, kann heute ein Grund sein, ins Visier des Verfassungsschutzes zu geraten. Plötzlich wird versucht, auch Menschen zu diskreditieren, zu dämonisieren und auszugrenzen, bei denen das vor wenigen Jahren noch völlig undenkbar gewesen wäre. Haben wir alles schon gehabt. So bin ich aufgewachsen. Wie Stasi, genau dasselbe. Man gesagt hat, das ist doch alles im völlig normalen und verfassungsgemäßen Rahmen. Wenn man etwa eine Organisationsstruktur aufklären will, guckt man sich natürlich auch an, mit wem die Zielpersonen verkehren. Und dann überprüfen wir auch diese Leute. Wir durchleuchten das Umfeld, den Arbeitgeber. Bist du zu einer Grillfete eingeladen? Kennst ja meistens nie alle, die dort dabei sind. Da bringt mal der jemanden mit oder der, oder wie das so ist. Unterhältst dich dort mit jemandem vielleicht und plötzlich bist du unter Überwachung vom Verfassungsschutz drinnen, nur weil du mit dem gequatscht hast und dann sozusagen eine Mitschuld hast, wenn der. Die Geliebte, die Kumpels, die zum Grillen kommen, also eigentlich alles, was wir finden können. Wir versuchen, ein Gesamtbild zu bekommen. Das machen wir nach handwerklichen Regeln. Und diese Regeln sind für alle gleich, egal ob Linksextremist oder Staatsdelegitimierer. Wir machen alles, was das Handwerk hergibt und fahren alles auf, was wir bei echten Extremisten auch auffahren.
Laut den Aussagen dieses Whistleblowers könne das bereits Menschen betreffen, die nur eine bestimmte Partei nicht mögen, ein Plakat aufgehängt oder ein Schild auf einer Demo hochgehalten haben. Das sind alles Aussagen von einem ehemaligen Verfassungsschutzmitarbeiter. Der Mann ist natürlich, wie man sich denken kann, inzwischen vom Dienst suspendiert und wird von seinem ehemaligen Arbeitgeber mit allen strafrechtlichen Mitteln verfolgt. Eine der Personen, die unter dem neuen Phänomenbereich beobachtet werden, bin ich selbst. Ich habe Anfang dieses Jahres bei der Behörde nachgefragt und herausbekommen, dass ich für einen Social Media Post und einen journalistischen Artikel aus dem Jahr 2022 beobachtet werde. Inzwischen hat sich wohl eine stolze Zahl von 800... Hast du bloß mal aus Versehen bei Facebook was Kritisches geschrieben? Schon stehst du auf der Liste. 115 Einträgen allein zu meiner Person dort angesammelt. Wobei die Behörde behauptet, es könne sich natürlich auch um jemand anderen mit den gleichen Namen handeln. Wer es glaubt. Wie habe ich das herausbekommen? Ich habe Anfang diesen Jahres eine Auskunftsanfrage gestellt, und zwar mithilfe eines Formulars bei Frag den Dienst. Der einzige Unterschied zur Stasi: Bei der Stasi konntest du nie anfragen, ob du überwacht wirst, und die haben dir geantwortet. Die hast du höchstens dann überall in deinem Umfeld mal dich unauffällig beobachten sehen. Das ist ein Formulargenerator, mit dem man sich Auskunftsanträge bei sämtlichen deutschen Nachrichtendiensten erstellen lassen kann. Das Tool ist sehr praktisch, hat aber nur einen einzigen Nachteil: Es richtet sich nur an Journalisten. Es gibt noch ein weiteres Tool, wo man sich alle möglichen Auskunftsanträge an deutsche Behörden erstellen lassen kann. Das nennt sich datenschmutz.de. Aber wenn man jetzt speziell nach dieser neuen Kategorie fragen möchte, ist es doch recht unübersichtlich. Zudem sind alle bisher vorhandenen Formulare nicht individualisierbar, was in der Praxis dazu führt, dass die Behörde solche Anträge ablehnen wird. Um dieser bestehenden Lücke Abhilfe zu schaffen und endlich einen Überblick zu gewinnen, wie weit verbreitet dieses Phänomen wirklich ist, habe ich nun ein neues Tool geschaffen. Das nennt sich wirbeobachtenzurück.de. Auf dieser Webseite kann man sich innerhalb weniger Minuten Auskunftsanträge an sämtliche Verfassungsschutzämter des Landes erstellen lassen. Das Formular ist angelehnt an Frag den Dienst, aber es ist spezialisiert und zugeschnitten auf den neuen Phänomenbereich. Das Schreiben habe ich zusammen mit einigen Anwälten konzipiert, die sich in der Materie auch ganz gut auskennen. Das Formular kann von jedem frei verwendet werden und das ist das Besondere daran, es ist individualisierbar. Das heißt, es kann gleich im ersten Schreiben ein persönlicher Grund eingefügt werden, warum man glaubt, beobachtet zu werden. Damit hat man dann einen sofortigen Rechtsanspruch darauf, zu erfahren, ob man beobachtet wird oder nicht. Wer datenschutzsensibel ist, was bei diesem Thema ja auch nachvollziehbar ist, kann sich übrigens das Formular auf unserer Webseite auch einfach blanko runterziehen. Es müssen keine eigenen Daten eingegeben werden. Doch unser Projekt verfolgt noch ein weiteres Ziel. Wir wollen nach und nach eine Übersicht darüber gewinnen, wie weit verbreitet die neuen Beobachtungspraktiken des Verfassungsschutzes schon sind. Deshalb gibt es die Möglichkeit, uns freiwillig zurückzumelden, wenn man eine positive Antwort bekommen hat. Das kann natürlich auch völlig anonym geschehen. Wir möchten langfristig einen monatlichen Beobachtungsticker einführen, indem wir jeden Monat durchgeben, wie viele neue Fälle uns für diesen Monat gemeldet wurden, die vom Verfassungsschutz beobachtet werden. Ich bin der Meinung, dass das nötig und angemessen ist, denn das Maß ist voll. Wir wollen hier in diesem Land keine Neo-DDR, in der eine Behörde Regierungskritiker als Staatsfeinde brandmarken und gesellschaftlich zersetzen kann. Deshalb ist unser Ziel, mit dieser Webseite ein öffentliches Bewusstsein für dieses Phänomen zu schaffen, das Ausmaß aufzuzeigen und den Druck auf die Behörde zu erhöhen. Das heißt, ihr zu zeigen, dass sie ab jetzt sehr genau beobachtet wird. Unser Name ist Programm. Wir beobachten zurück. Ja, ich fand das jedenfalls ganz interessant, was ihr zu sagen hat. Deswegen habe ich das nochmal mitgeteilt. Und ja, ciao.